möchte nochmal sehr, sehr herzlich begrüßen den Herrn Staatssekretär Gergi Pröhle. Es ist wunderbar, dass Sie gekommen sind zu uns heute Abend mit der Delegation, unter anderem auch dem neuen ungarischen Botschafter in Wien. Begrüße ich den Herrn daneben, der ist hier, denke ich, auch sehr hinreichend bekannt. Inzwischen bei uns auf dem Mediengipfel Charles Ritterband von der Neuen Züricher Zeitung, ein Schweizer. Michael Frank von der Süddeutschen Zeitung, auch ein sehr profilierter Ungarn-Kenner, Österreich-Kenner und natürlich vom Pass her ein Deutscher. Rechts daneben Pierre Feuillet, der Bürochef der Agence France-Presse. Er spricht deshalb auch ausgezeichnet Deutsch, weil er eben auch unter anderem lange in Deutschland war, bevor er nach Wien kam. Laurenz Boven, mein Pendant in Berlin vom Auslandspresseverband in Berlin. Ein Korrespondent, der über Berlin für das niederländische Radio berichtet. Ungarn wird die Präsidentschaft der Europäischen Union übernehmen, ab dem 1. Januar, in einer Situation, in der wir alle wissen, es ist sehr, sehr schwierig. Die Aufgabe ist, dass wir diese gemeinsamen Dinge versuchen, vernünftig weiterzubringen, dass wir versuchen, klug eine moderierende Rolle auf uns zu nehmen, dass wir versuchen, auch die Interessen und die Gefühlslage der anderen Mitgliedstaaten zu verstehen. Wir sehen heutzutage, dass es nicht nur um Griechenland geht, es geht um Spanien, Portugal, Italien, sogar über Frankreich manchmal. Und was auch sehr interessant ist, dass nach dieser Krise die Staatsverschuldung der Griechen nur größer geworden ist. Wie steht es mit der Freiheit? Wie sollen wir die Freiheit neu definieren? Unsere Aufgabe ist als Präsidentschaft, als Moderator, als Gesprächsleiter, dafür zu sorgen, dass wir versuchen, die ad hoc und aus politischem, aktuellen politischen Anlass getroffene Entscheidungen irgendwie mit diesen Grundprinzipien zu vereinbaren, versuchen da doch einen Einklang zu schaffen, weil wenn es weiterhin so geht und diese Diskrepanz noch größer wird, da steht, meine Damen und Herren, ich glaube auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit des ganzen europäischen Projekts aufs Spiel. Ich glaube, man kann nicht anders sein als Realpolitiker auch in diesem europäischen Spiel. Das ist doch vollkommen klar, dass die Größenländer etwas mehr Gewicht haben. Und das ist eine wichtige Frage und die direkt die ungarische Präsidentschaft der EU angeht. Die Romas, Sinti und Roma sind in Europa, in der Europäischen Union heute die stärkste ethnische Minderheit. 10 Millionen Leute. Ein Gruselsockel von mehreren hunderten Millionen von Euros, der für die Integration von Romas vorgesehen ist, aber der von den verschiedenen Staaten, wo die Romas Minderheit stark sind, nicht ausgeschöpft wird und von Weitem nicht ausgeschöpft ist. Die nationalen Interessen stehen immer mehr im Vordergrund im Gegensatz zu den europäischen Interessen. Und das wird noch gravierender, weil die Bürger davon, von all dem sehr weit entfernt sind. Es ist ganz typisch gewesen, die Europäische Union ist bisher von einer Art von vorwärtsstürmenden Enthusiasmus geprägt gewesen, wie eine Kindheit gleichsam, und ist auch gewachsen wie verrückt dabei, wie es ein Kind tut. Und jetzt kommen plötzlich die Pickel unter der Nase und der Hintern wird dick und man ist unzufrieden mit sich und eine pubertäre Seele ist aufgewühlt von widerstreitenden Gefühlen. Und das ist genau die Geschichte. Man ist einfach da, diese Union ist da. Manche wissen nicht so recht, warum, wollen raus, rein und so weiter. Das ist eine Phase, die wir zur Kenntnis nehmen müssen und mit der wir umgehen müssen, lernen. Denn ein Jugendlicher zieht sich ja auch nicht die Haut vom Gesicht, nur um die Pickel loszuwerden. Es gibt so viele verdrießliche Leute, die alles an der EU schlecht machen. Und eine der wichtigsten Sachen ist dabei dieser Riesenapparat mit der Übersetzung in vielen Amtssprachen. Da kann ich nur sagen, das ist eine ganz wunderbare Sache. Erstens, es ist toll, ein Kontinent, der sich zu einigen versucht, mit so wahnsinnig vielen Identitäten in der Sprache. Zweitens, wir haben einen riesigen Apparat, weil, vielleicht kann man mir helfen, ich glaube, wir haben 21 Amtssprachen in Europa, der übersetzen muss in all diese Sprachen. Und jetzt entsteht etwas. Es wird beispielsweise eine Verordnung erlassen. Und diese Verordnung wird in 21 Sprachen übersetzt. Und diese 21 Sprachen haben natürlich alle leise Abweichungen. In
Wortlaut und besonders in ihrem Sinn, in ihrer Bedeutung. Das führt dazu, dass keine einzige Verordnung, die Europa betrifft, in jedem Land präzise wie im anderen exekutiert wird. Und das wunderbare Ergebnis ist, dass auf diese Weise Europa nie ein monolithischer Block werden wird, sondern immer diese leisen Schattierungen haben wird, dass die einen das so auslegen, die anderen das so auslegen. Und das, bitteschön, ist großartig und es ist das beste Mittel gegen die Befürchtungen, dass alle sagen, das wird ein großer Brei und doch nur alles. Allein diese wunderbare Praxis der Sprachenvielfalt wird uns vor diesem Drachen bewahren. Wir sind vielleicht froh darüber, dass wir in diesem wirtschaftlichen Zustand, in dem wir heute sind, den Euro nicht haben. Die Frage, die Psyche von Merkel einzuschätzen, das ist ungefähr die schwierigste, die es gibt. Also lasse ich mal das Persönliche von Merkel mal ein bisschen zur Seite, weil das ist eigentlich, Merkel ist eine sehr schwierige Person in dem Sinne. Also wenn es geht um Geldzahlen, ich finde es erstaunlich, dass die deutsche Regierung im Moment sowohl in Deutschland starke Kritik kriegt für die Linie, die geführt wird, aber auch international, auch in Irland und in Griechenland. Schimpfen die Griechen schimpfen, dass die Nazis wieder kommen, um das ganze Land umzuwalzen und nach ihrem eigenen Vorbild zu gestalten. Und das ist schon erstaunlich, dass anscheinend die deutsche Bereitschaft, um dieses Geld zu zahlen an die Griechen und an die Iren, bei den Griechen und den Iren zum negativen Gefühlen führt, aber auch in Deutschland natürlich, weil die Deutschen, wie schon gesagt, sagen, von wieso sollen wir das alles her zahlen? Dabei wird vergessen in Deutschland, dass das Ganze verzinst ist und dass die Griechen und die Iren das zurückzahlen werden und dass die Deutschen und die Niederländer im Endeffekt Gewinn machen werden. Und der Kapitalismus, er hat den ideologischen Kampf gewonnen, aber er ist in einer gewaltigen Krise und besonders der Finanz- und Wirtschaftskapitalismus. Also gewisse nationalen Eigenheiten muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Ich meine, es ist ja sehr schön, dieser Vergleich und Ihr Plädoyer für die europäische Solidarität, finde ich, Herr Frank, wirklich sehr schön. Aber wo sind halt die nationalen Eigenheiten? Also zunächst einmal die Krise, unter der leiden wir natürlich auch, weil wir so stark sind. Starker Schweizer Franken heißt Schwierigkeiten im Export und im Tourismus, im Fremdenverkehr. Also die Schweizer reisen vielleicht billig ins Ausland, aber der Volkswirtschaft tut das nicht gut. Vielleicht sehen das viele Schweizer so. Dieser Turm wird langsam unkontrolliert hoch und er bröckelt und stürzt an allen Ecken und Enden ein, also Griechenland, Irland. Er wird vielleicht zu hoch, also ich habe mich ein bisschen näher mit Bulgarien und Rumänien befasst und habe mich gefragt, ob es nicht ein bisschen voreilig war, aus Gier nach neuen Märkten, diese Länder nach Europa zu holen. Das ist sehr legitim, gerettet zu werden. Und ich bin der Meinung, dass die Europäer den Isländern dabei helfen sollten, gerettet zu werden. Aber sollten sie nicht aufnehmen in die Europäische Union, weil die sich für Europa nicht interessieren und damit nichts am Hut haben. Die Politik generell hat große Kommunikationsprobleme, allein das zu kommunizieren, was sie Gutes vollbringt. Und die Schuld dafür wird im Allgemeinen euch gegeben. Und gestern haben wir ja gelernt, die Medien sind nicht da, um zu beschönigen, sondern um Perspektiven aufzuzeigen. Ich sage, ich glaube, dass die Kultur, und zwar die europäische Kultur in ihrer Vielfalt, ein Schlüssel zu vielen, vielen unserer Probleme und Geheimnisse sein wird. Und ich glaube, Europa könnte auch praktisch sehr gut funktionieren. Und dabei, wenn wir schon mal das als Grundthema haben, ist der Euro eine großartige Erfindung. Es geht einfach darum, dass eine Behörde geschaffen wird, die von einer mit einer übermächtigen Mehrheit ausgestatteten Partei bestückt wird. Und diese Behörde in der Lage ist, Sanktionen auszusprechen. Also Medien nicht nur öffentlich-rechtlicher Art, sondern auch privater Art regelrecht zu bestrafen. All die Politiker, die die EU führen, in der Kommission, als Präsident, man kann ja sagen, ich sage das, weil ich Franzose bin, aber ich glaube, das stimmt leider, seit Jacques Delors gab es keinen führenden Europäer in der Kommission. Es gab keiner mehr. Ich habe oft das Gefühl, dass es in Europa
ich nenne das mal, zu viel Diplomatie gibt und zu wenig Politik, zu wenig europäischen, echten europäischen Politik. Die Länder, die gehen, obwohl wir eine Europäische Union haben, schon seit 60 Jahren gehen die hin und wieder noch miteinander um, als ob es das alles nicht gibt. Und ob es immer noch Deutschland ist, die mit Frankreich, mit Italien und so weiter irgendwie einen Deal macht. Nee, es geht ja nicht nur um das Charisma der offiziellen EU-Vertreter, also heutzutage die drei wichtigsten sind Van Rompuy, Barroso und Frau Ashton. Aber man kann auch vorher nehmen Herrn De Haen, Herr Prodi, alles Mögliche. Gut, diese Leute, und das ist das wirkliche Problem, denn der Bürger in allen 27 Staaten, wenn es um sein tägliches Leben geht, er weiß nicht, was Europa ihm bringt. Er weiß es nicht. Zunächst einmal muss man natürlich ganz klar sagen, dass gerade europäische Politiker von Substanz enorm viel wichtiger sind als Charismatiker, die nur Charismatiker sind. Wir lernen das gerade in Österreich schmerzhaft. Und ich meine, dass Fachleute für alle möglichen Belange zu Rate gezogen werden, Unternehmensberater etc. Warum nicht also auch uns aus Kultur und Entertainment zu Rate zu ziehen, um eine gewisse Botschaftsübersetzungsarbeit zu leisten? Also ich habe großes Verständnis dafür, dass halbmondförmige europäische Gurken nicht unbedingt gewünscht sind. Ja, und dann noch aber grüne, genau. Aber da, es gab wirklich eine großartige schwedische Politikerin, die als Umweltkommissarin tätig war, die Frau Wallström. Und sie hat mal gesagt, Europa an die Bürger zu verkaufen, wäre wie Frankenstein als Ursula Andres zu maskieren. Aber da habe ich eine gute Nachricht, und das ist eine Herausforderung für die Schweiz und für die Schweizer. Die Ursula Andres stammte aus Bümplitz bei Bern. Insofern, ich glaube, wenn wir, und damit kehre ich zurück zu diesem Realitätssinn, was die Schweizer in der Integration haben, wenn wir die praktischen Seiten versuchen zu betonen und nicht so pseudopraktische wie das Krümmungsgrad der Banane oder der Gurke, sondern versuchen in der Tat das also keine Luftschlösser mehr bauen. Nicht ständig über die großgeschriebene europäische Identität reden, sondern versuchen praktisch den Menschen einander näher zu bringen. Mit Autobahnen, mit Eisenbahnlinien, mit Umweltmaßnahmen. Wir haben heute Abend gar nicht drüber gesprochen, wie das alles sehr wichtig ist. Also da glaube ich, diese Schweizer Art à la Ursula Andres uns viel helfen kann.